Es existiert ein wundervoller Ort, tief in den Bergen. Es ist das Zuhause der nordischen Drachin Naidera. Sie ist ein anmutiger weißer Drache. Viele nennen sie auch die Hüterin oder Göttin der Gutherzigkeit. Jedoch hat sie es nicht geschafft, ihre Heimat zu beschützen. Um genau zu sein, hat sie es schon geschafft. Jahrelang hat sie es geschafft. Nur dieses Mal ist sie gescheitert, als sie von einem Drachen ungeahnter Stärke angegriffen wurde. Wie sie hatte er viele Namen. Schwarze Sonne, lebende Asche, Dämon der Nacht oder sein bekanntester, der Tod in Person. Ein schwarzes Ungetüm bestehend aus Asche. Tausende Länder löschte er an einem einzigen Tag aus. So dauerte es nicht lange und er traf auch auf ihre Heimat. Es war ein kurzer Kampf und Naidera starb. Sie wurde regelrecht zerfetzt. Was vorher als Paradies bekannt war, ist jetzt bekannt als die Hölle auf Erden. Es besteht zu 70% aus Blut und zu 30% aus Dracheninnereien. Wer weiß, wozu diese Bestie noch fähig ist. Bekannt als der Tod in Person.